Bienen züchten. In den Augen vieler ein Hobby für verschrobene ältere Herren, die offenbar nichts dagegen haben, sich ständig stechen zu lassen oder sich den Tieren nur in merkwürdiger Bekleidung zu nähern. Doch moderne Imkerei hat damit nichts zu tun. Sie ist eine intensive Auseinandersetzung mit Natur und Umwelt. Eine, die sich für das faszinierende Leben mit Bienen entschieden hat, ist Jasmin Zwinz, die jüngste Imkermeisterin Österreichs. Viel Erfahrung und eine gute Beobachtungsgabe sind notwendig, um ein Bienenvolk erfolgreich zu betreuen. Die Honigsammler mit den wehrhaften Stacheln lassen sich nicht zähmen. Sie sind Wildtiere, keine Haustiere. Aber wenn man ihre Eigenheiten versteht, entpuppen sie sich als hervorragende und wertvolle Arbeitskollegen. Bienen allgemein sind eigentlich sehr friedliche Tiere. Und wir an der Schule, beziehungsweise ich zu Hause privat bei meinen eigenen Völkern, lege sehr großen Wert auf Sanftmut. Das heißt, dass ich einfach hingehen kann zu den Bienen, arbeiten kann mit kurzem T-Shirt. Eine Biene sticht selten von sich selber aus. Es muss irgendeinen Grund geben, damit sie sticht. Entweder ist irgendwie gerade gereizt, dass einem gerade sticht, schlechte Laune. Meistens ist man aber selber schuld, wenn man durch die Wiesen geht, auf sie draufsteigt. Die kann nichts anderes wie stechen. Dasselbe passiert uns Imker, wenn wir beim Volk arbeiten. Wenn ich da aufpasse, sticht es mir leicht den Finger. Aber da bin ich meistens selber schuld. Schon mit 17 Jahren leistete Jasmin Zwinz als erste Honigkönigin des österreichischen Imkerbundes Öffentlichkeitsarbeit für Bienen. Heute besitzt sie selbst 30 Bienenvölker, betreut Schulungsprojekte und spricht bei Informationsveranstaltungen. Jasmin Zwinz unterstützt den engagierten Freizeitimker Johann Watschka. Er hat eine Schulklasse zu sich eingeladen, um den Kindern die geheimnisvollen Insekten näher zu bringen. Vorsichtig, und da sind dann die Bienen in so einem Bienenvolk drinnen. Mir ist es wichtig, dass die Kinder schon Bezug zu Bienen bekommen. Und einfach zu vermitteln, dass eine Biene ein soziales Wesen ist, ein einfaches Wesen ist und dass eine Biene nicht unbedingt sticht. Und dass die Biene eigentlich einen sehr hohen Nutzen für uns hat, für die Gesellschaft, aber speziell, sie gibt uns den guten Honig. Seht ihr? Wenn ich da jetzt so drüber streiche, tun die Bienen nichts. Ich tue es nur kurz ein bisschen anstupsen. Hey, geht's da weg da? Ich möchte es sehen. Und sie gehen mir weg, ohne dass sie mich stechen. Da habt ihr jetzt die Brut. Das sind ältere Bienen, die bald schlupfen. Und da herum, oben drum, ganz junge. Das sind Eier, Maden. Die kämpft sich gerade ein bisschen aus der Zelle heraus. Und daneben haben wir schon die nächste. Sie aufbeißt die Zelle. Und da, wo es überall schon leer ist, da ist schon eine Biene geschlupft. Das ist der sogenannte Hofstaat. Die putzen die Königin, die füttern die Königin und geht den ganzen Tag so auf den Rämpchen umher, sucht leere Zellen. Da fährt sie mit den Fühlern hinein, also mit dem Kopf, prüft sie, ob die Zelle leer ist. Und dann dreht sie sich um und legt ein Ei hinein. Ganz ruhig, ganz ruhig. In umfassenden Versuchen ist festgestellt worden, dass eine Biene sehr lernfähig ist, dass sie auf alles Mögliche dressiert werden kann, also Farben, Muster, Düfte, auch auf magnetische Einflüsse zum Beispiel. Bienen haben auch einen Magnetsinn, nehmen auch elektromagnetische Felder zum Beispiel wahr. Und die Frage ist nur, ob wir sozusagen diese Fähigkeiten, die geistigen Fähigkeiten einer Biene mit unserem Denken eins zu eins vergleichen können. Das ist eine alte philosophische Frage, ob man einem Insekt praktisch ein Denken zubilligt. Die Bienenkönigin ist das einzige weibliche Tier im Stock, das für Nachwuchs sorgt. Pro Tag legt sie bis zu 2000 Eier. Das ist mehr als ihr eigenes Körpergewicht. Für die Zucht bettet Jasmin regelmäßig eben erst geschlüpfte Larven in besondere Gemächer um, in die sogenannten Weiselzellen. Bienen erkennen sie als die Wiege von zukünftigen Königinnen. Und versorgen sie mit einem ganz speziellen Futtersaft, dem Gelée Royal. Täten sie es nicht, würden aus den Larven Arbeiterinnen werden.
Im Sommer wachsen Bienenvölker auf bis zu 60.000 Mitglieder an. Die meisten davon sind Arbeiterinnen. Emsige, kleine Workaholic-Damen, von denen jede 8.000 Flugkilometer abspult, um Nektar und Honigtau zu sammeln. Ganz nebenbei pflegen sie noch die Brut, bauen Waben und halten den Stock von Ungeziefer frei. Sie rackern sich in nur 4 bis 6 Wochen buchstäblich zu Tode, während Winterbienen stressfrei bis zu 9 Monate überleben. Bienen wachsen hier oben herum. Sie schauen, wo gibt's Arbeit, wo gibt's irgendwas zu tun. Sie tragen den Nektar um oder gibt's etwas zu bauen, dass wir hier oben an dem Wachs weiterarbeiten oder vielleicht das Propolis eintragen. Wenn es nichts mehr gibt, dann gehen sie hinunter in die untere Partien, schauen dort bzw. helfen dann den Flugbienen, die retour kommen, und nehmen ihnen den Nektar ab. Das Leben im Stock folgt der gleichen Nestordnung wie in den natürlichen Baumhöhlen, in denen die Honigbiene ursprünglich wohnte. Im Zentrum steht der Brutbereich, hier mit einer natürlichen Weiselzelle. Raus erkennen wir den Gans und diesen starken Futterkranz. Der ist ja ziemlich übergeprägt. Und hier drin haben wir noch die Brut. Wir sagen dazu die Brut, die ausläuft. Denn jede Biene, die hier schlüpft, wird gleich wieder der Nektar eingetragen bzw. der Honigtopf, der dann eben zum Honig selber umgewandelt wird. Die Waben weiter unten, da haben wir dann statt dem Honig hier die verschiedensten Brutstadien. Und diese Brut lassen wir dann auslaufen. Und wenn dann alles nur mehr Honig ist, dann wird diese Wabe geerntet, vorher nicht. Grundsätzlich ist eine Biene ein hochkomplexes Wesen, hat eigentlich ein sehr kleines Gehirn, ungefähr so groß wie ein Stecknadelkopf, und vollbringt damit erstaunliche Leistungen. Sie kann viele Kilometer vom Stock wegfliegen, kann sich wieder zurückorientieren. Das macht sie mit dem Sonnenstand, beziehungsweise auch unter Einsatz des Erdmagnetfeldes und Landmarken und so weiter gibt es verschiedene Mechanismen. Findet präzise in den Stock zurück, vollbringt dort die ganzen Tätigkeiten, die halt für das Bienenvolk als Bienenstaat, der Imker spricht von der Biene, um damit zu symbolisieren, dass der Bienenstock ein gesamtes Wesen ist eigentlich. Bienen leben fürs Gemeinwohl. Sie sind keine Individualisten, die im Eigeninteresse handeln. Was zählt ist, dass sich der Biene, der Gesamtorganismus, bestmöglich entwickelt. Und dazu gehört auch das Honigsammeln. Im Gegensatz zu Wespen, Hornissen oder Hummeln, bei denen nur die Königin den Winter überlebt, lebt bei Honigbienen rund ein Viertel des Volkes durch die kalte Jahreszeit und ernährt sich von den Vorräten, die im Sommer angelegt wurden. Honig ist eine Kraftquelle, die antibakterielle Wirkung hat und über Jahre gelagert werden kann, ohne zu verderben. Der Mensch schätzt dieses hochwertige Naturprodukt seit der Steinzeit. Lange Zeit war es der einzige Süßstoff, der uns zur Verfügung stand. Aber die Bedeutung der Bienen geht weit darüber hinaus. Die Biene hat eine große wirtschaftliche Bedeutung. In Österreich ernten wir je nach Jahr, es gibt gute und schlechte Honigjahre, so 4.000 bis 8.000 Tonnen Honig. So ungefähr das 10- bis 15-fache des Wertes des Honigs ist der Wert der Bestäubung. Und wenn man das dann einfach multipliziert, kommt man auf Zahlen zwischen 400 und 800 Millionen Euro, der praktisch der Wert der Bienenbestäubung ist. Mehr als 20.000 Imker arbeiten heute in Österreich. Aber nur jeder Hundertste von ihnen kann, anders als seine tierischen Helfer, vom Honig alleine überleben. Viel Idealismus ist notwendig, um die Population der Honigbienen flächendeckend zu sichern. Bienenzucht ist eine Leidenschaft. Das gilt auch für Jasmin Zwinz und ihre Kollegen von der Imkereischule Wart im südlichen Niederösterreich. Erste Erfahrungen sammelte Jasmin schon als kleines Mädchen, als ihr Großvater sie zur Honigernte mitnahm. Neugierig und ohne Angst berührte sie schon damals die kleinen Brummer. Und die wehrten sich nicht. Ihr besonderes Gespür für die Tiere stellte die Weichen für ihren Lebensweg als Berufsimkerin.
Bienen reagieren hochsensibel auf jede Veränderung in der Natur. Gewitter machen sie nervös und aggressiv, ebenso wie Unruhe, die der Mensch in sich trägt. Erfahrene Imker lesen im Verhalten ihrer Schützlinge wie in einem Buch und reagieren entsprechend, denn niemand kann Bienen seinen Willen aufzwingen. In diesem respektvollen Umgang liegt für Jasmin die eigentliche Faszination. Wenn es den Bienen gut geht, sagt sie, kommt die Honigleistung ganz von selbst. In der landwirtschaftlichen Fachschule in Warth, in der Jasmin auch ihre Ausbildung absolvierte, betreut sie gemeinsam mit ihren ehemaligen Lehrern Wolfgang Oberisser und Alois Spanblöchel den Lehrbetrieb der Imkereischule. Es ist Sommer, Zeit, die Honigernte einzubringen und zu schleudern. Obwohl Honig ein vollkommen naturbelassenes Produkt ist, dem nichts hinzugefügt oder entzogen werden darf, ist das die arbeitsreichste Zeit für Bienenzüchter. Grundsätzlich ist es so, dass einmal die Behauptung, Honig ist gleich Zucker, nicht stimmt. Weil der Zucker ist ein hochgereinigtes Produkt, wo eben nur mehr der Rohrzucker oder die Glucose enthalten ist. Während der Honig ein ganzes Bouquet von Inhaltsstoffen ist, natürlich sind die Hauptinhaltsstoffe Zucker. Aber daneben sind eine Reihe anderer Stoffe enthalten, die eben mit dem Pflanzennektar oder mit dem Honigtau in den Honig gelangen und auf die Art und Weise für diese Unterschiede im Geschmack und im Aroma auch sorgen. Wenn Sie nur einmal verschiedene Honigsorten kosten und Sie kosten verschiedene Zuckerherkünfte, werden Sie sehen, der Zucker schmeckt immer nur süß, sonst nichts. Wenn Sie aber vergleichen, einen Löwenzahnhonig, einen Edelkastanienhonig, einen Lindenhonig oder einen Rapshonig, das sind Unterschiede wie Tag und Nacht. Also muss schon ganz was anderes drinnen sein als im Zucker. Und was man schon sehr lange weiß, ist auch, dass im Honig Stoffe enthalten sind, die zum Beispiel Bakterien abtöten können, auf verschiedene Art und Weise. Einerseits einmal durch die hohe Zuckerkonzentration wird ein ungünstiges Milieu geschaffen für das Bakterienwachstum. Das nächste ist, dass der Honig einen sauren pH-Wert hat. Das heißt, er reagiert sauer und Bakterien können im sauren Milieu nicht gut wachsen. Speise der Götter wurde Honig im alten Ägypten ehrfurchtsvoll genannt. Seine hohe Qualität ist kein Zufall, ist er doch einziges Nahrungs- und Heilmittel für tausende Bienen, die die langen Wintermonate dicht gedrängt in engen, dunklen und kalten Räumen überstehen müssen. Die medizinische Wirkung vieler Bienenprodukte für den Menschen ist seit langem bekannt, wenn auch wissenschaftlich noch nicht in allen Details erforscht. In wenigen Berufen kommt der Mensch so unmittelbar mit dem Pulsschlag der Natur in Kontakt wie bei der Arbeit mit Bienen. Detailliertes Wissen über natürliche Zusammenhänge und das Wesen der Tiere ist notwendig, um fachgerecht handeln zu können. Oft sind es nur Stunden, die entscheiden, etwa wenn es um das eigenwillige Verhalten der Königinnen geht. Das Einfangen von Schwärmen ist eine heikle Sache. Da Bienen nichts hören, nehmen sie ihre Umwelt über Erschütterungen wahr und reagieren höchst ungehalten, wenn diese zu heftig ausfallen. Alois Spanblöchel besprüht den Bienenschwarm mit Wasser. Bienen sind wasserscheu, drücken sich schützend aneinander und der Schwarm lässt sich so, hoffentlich, leichter einfangen.
das Schwärmen muss man sich so vorstellen, dass eben Platzmangel in der Beute entstehen kann, also in der Bienenkiste, indem eben zu viel Honig reinkommt und damit sind die Zellen nicht mehr vorhanden, dass die Königin eben 2000 Eier am Tag legen kann. Und dann passiert eines, dass plötzlich aber 2000 Armenbienen vorhanden sind, die nicht mehr 2000 Maden pflegen können. Und das nenne ich immer die Wirtschaftskrise im Bienenvolk. Und wenn das auftritt, dass eben die Bienen unterbeschäftigt sind, dann kommt die Phase der Schwärmerei. Und das ist eben, wie gesagt, der Platzmangel durch zu viel Honig, durch zu viel Pollen oder weil ich als Imker zu wenige Zargen aufgesetzt habe. Trotz angespannter Situation muss der Imker darauf achten, dass die Königin wirklich in der Box landet. Sonst wäre alle Mühe umsonst. Denn der Schwarm folgt immer seiner Monarchin. Wenn nötig, auch freiwillig in die Gefangenschaft. Solche und andere Feinheiten des Bienenlebens gibt Jasmin gerne an andere weiter. Wanderlehrerin ist ein Name in der Imkergesellschaft und von Landimpulse gibt es nun ein Projekt. Und da ist die Zentrale hier in der Imkerschule und von hier gibt es 4 weitere Standpunkte. Und zu diesen Standorten fahre ich, betreue die Referenten, die Kursteilnehmer und mache auch dort selber Kurse. Da möchte ich Sie ein weiteres Mal herzlich willkommen heißen zu unserem Kurs zum heutigen Thema, die Bienenpflege. Und wie jedes Mal arbeitet einer von Ihnen beim Bienenstock. Oh, da steht schon. Wenn das Wetter Bienen angriffslustig macht, ist niemand vor ihren Stichen gefeit. Erfahrene Imker nehmen es gelassen. Sie sagen, Bienengift stärkt das Immunsystem. Eine junge Königin, die legt ja noch keine Eier. Aber um sicher zu gehen, dass die Junge da ist, haben wir hier eine Eiwabe reingegeben. Mann, nein, da sind keine Eier dran. Schaut es hier mal an, vielleicht findet ihr irgendwo welche. Dann schauen wir bei den nächsten Partner. Da ist ein bisschen so ein Maden da, aber ein bisschen alte verdeckelte Brut. Ja. Aber keine Eier. Das ist, dürfte noch irgendeine alte Brut haben sein. So ganz alte. Kurz bevor es schlüpfen, gibt es so ein eigenes Tüten. Vielleicht hat es ein oder andere von euch schon mal gehört. Tüt. Das ist relativ ein hoher Ton. Das ist zum einen Zeichen, dass wir wissen, okay, da ist jetzt eine junge Königin drin. Aber zum anderen weiß ich die eine Königin, hey, hallo, da ist ja die nächste. Ich bin die Chefin da, renn weg mit dir. Und dann geht's hin und sticht durch diese Zelle die andere Königin ab. Das ist eine Konkurrentin für sie. Und dadurch schaltet sie so ihre Rivalin aus. In der Königinnenzucht ist dieses natürliche Instinktverhalten natürlich nicht erwünscht. Um zu verhindern, dass die Prinzessinnen einander ausstechen, schützt oder verschult, wie es in der Imkersprache heißt, Jasmin Zwinz die Weiselzellen nach 6 Tagen, am Ende der Fütterungsperiode, mit Plastikkäfigen. Auf diese Weise gesichert, können die königlichen Larven getrost in ihre Zukunft als umschwärmte Herrscherinnen blicken. Im Lehrbetrieb der Schule Wart sorgt Imkermeister Wolfgang Oberisser für Sauberkeit im Bienenstock.
Die alten, mit Honigresten verunreinigten Waben werden regelmäßig aussortiert und zusammen mit dem bei der Honigernte abgezogenen Deckelwachs geschmolzen, gefiltert und wieder zu neuen Mittelwänden verarbeitet. Der angenehme Duft des Bienenstocks, den wir alle von Wachskerzen kennen, begleitet diese beschauliche Tätigkeit, die Imker meist im Winter erledigen. Eiliger geht es an den Geburtstagen der Königinnen zu. Jede verfügbare Hand muss helfen, denn wenn Dutzende ihrer Majestäten auf einmal schlüpfen, muss alles glatt gehen. Zuerst werden Hofdamen mit Wasser besprüht, damit sie kurz stillhalten und in kleine Transportkisten geschöpft werden können. Imker nennen diese Boxen Begattungskästchen. Aber für Bienen sind es Hochzeitsgemächer. Und die Arbeiterinnen sind Brautjungfern, die die Königin während der kommenden 2 Wochen bedienen und pflegen werden. Als Nahrung bekommen die regentlosen kleinen Bienenvölker Zuckerwasser mit darin schwimmenden Leckersteinchen, um ein Ertrinken der Bienen zu verhindern, mit in den Belegkasten. Dann gehen sie in 3-tägige Dunkelhaft und verlieren während dieser Zeit die Erinnerung an ihren ursprünglichen Bienenstock. Die Königinnen sind geschlüpft. Einzeln werden sie unsanft in Zuckerwasser gebadet, um sie attraktiver für die Arbeiterbienen zu machen und dann zu den regentlosen Bienen im Belegkasten gegeben. Wenn Bienen verschwinden, hat der Mensch nur noch 4 Jahre zu leben. Keine Bienen mehr, keine Pflanzen, keine Tiere, keine Menschen mehr. Das Sprichwort wird Albert Einstein zugeschrieben. Es ist aber, wird aber angezweifelt von manchen Leuten, dass es tatsächlich von ihm stammt. Grundsätzlich ist es so, dass es eher symbolhaften Charakter hat, und zwar in der Form, dass man die Biene als Umweltindikator sehen muss. Das heißt, wenn die Umwelt so schlecht ist, dass die Biene dort nicht mehr leben kann, dann geht es auch dem Menschen schlecht. Wenn man es rein auf die Nahrungsgrundlagen bezieht, gibt es neuere Ergebnisse und Zusammenfassungen, die zeigen, dass eben ungefähr 10% der Weltnahrungsproduktion des Wertes durch die Bienenbestäubung zustande kommt und 90% sozusagen durch Pflanzen, die nicht auf Bienen- oder Insektenbestäubung angewiesen sind. Getreide zum Beispiel braucht kein Insekt, um bestäubt zu werden. Und mit Bienen ist in dieser Zusammenfassung, in dieser Pauschalierung auch nicht nur die Honigbiene gemeint, sondern sind alle Bienen gemeint, beziehungsweise alle blütenbesuchenden Insekten. Bienenköniginnen begeben sich bereits eine Woche nach dem Schlüpfen auf ihren Hochzeitsflug, bei dem sie sich nacheinander mit durchschnittlich 7 Drohnen paaren. Bei der Zucht geht es sehr geordnet zu. Imker achten penibel darauf, dass ihre Königinnen sich mit Drohnen mit idealem Erbgut paaren. Die Samen der Drohnen reichen bis an ihr Lebensende für die Ablage von abertausenden Eiern. Die Zuchtbienen von Jasmin und ihren Kollegen sind herausragende Exemplare der Karnika-Biene.
Diese in den Ostalpen weit verbreitete und ursprünglich am Balkan beheimatete Rasse genießt wegen ihrer außergewöhnlichen Sanftmut, ihrer großen Widerstandsfähigkeit und den beeindruckenden Flugeigenschaften weltweit einen besonderen Ruf. Österreichische Züchter tragen wesentlich zur Verbreitung dieser pflegeleichten Honigbiene bei und wirken damit dem allgemeinen Rückgang der Bienenpopulation entgegen. Der grüne Punkt auf dem Rückenpanzer der Königin markiert das Geburtsjahr und belegt ihre edle Herkunft. In die kleinen gelben Schachteln kommen circa 10 Bienen als Hofstaat für die Königin. Eine kleine Versandbox und die Reise zu einem neuen Bienenvolk kann beginnen. Bienen sind der Indikator für eine gesunde Umwelt. Unbestechlich zeigen sie an, wann der Mensch zu sehr in die Natur eingreift. Wo Artenvielfalt verschwindet und Agrarindustrie Einzug hält, verlieren Bienenvölker ihre Lebensgrundlage und sterben. Sie lassen sich nicht manipulieren. Die Landwirtschaft hat auch große Chancen neue gebracht für die Imkerei. Zum Beispiel der Ölfruchtanbau, der war ja früher gar nicht so weit verbreitet. Rapsanbau war wesentlich seltener, Sonnenblumenanbau war auch wesentlich seltener. Und das sind heute gerade in bestimmten Gebieten Österreichs, Burgenland, Weinviertel zum Beispiel, Niederösterreich oder Oberösterreich, wichtige Kulturen. Und wenn es jetzt dazu kommen sollte, dass zum Beispiel die Ölfruchtflächen ausgeweitet werden, weil man Alternativenergien gewinnen möchte, dann wird sich da sicher ein neues Betätigungsfeld für die Bienen ergeben. Umgekehrt sind natürlich auch damit unter Umständen Risiken verbunden, wenn diese Kulturen mit Pflanzenschutzmitteln gesichert werden müssen und vor Schädlingsbefall geschützt werden müssen. Wo sich dann ein Konfliktpotenzial ergeben kann, eben zwischen den Bienen und den Interessen des Landwirtes. Für Bienenzüchter beginnt nach der Sommersonnenwende die Zeit, in der sie den Bienen zurückgeben, was sie von ihnen erhalten haben. Um den Honig zu ersetzen, wird von nun an Zuckerwasser zugefüttert, damit die Bienen heil über den Winter kommen. Imker leben auf Tuchfühlung mit dem Jahreskreislauf der Natur und wissen, welche unschätzbaren Dienste Bienen durch die Bestäubung der Pflanzen für uns Menschen leisten. Deshalb ist es für Jasmin Zwinz auch die größte Freude, wenn sich ihre Bienenvölker gut entwickeln. Es ist eine Bestätigung für die Qualität ihrer Arbeit. Und jedes Jahr, sagt sie, lernt man von seinen Bienen etwas Neues.